Vielen ist dieses Zeichen im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen bekannt. Am Samstag war es Treffpunkt vieler tausender Menschen, die sich die Bayer Bitterfeld GmbH einmal näher anschauen wollten. Der Begriff Bayer Bitterfeld ist untrennbar mit Aspirin verbunden und Aspirin ist die Basis der Produktgruppe, die von Bayer Bitterfeld aus weltweit verschickt wird. Das Unternehmen beschäftigt 850 Mitarbeiter auf dem Werksgelände in Bitterfeld-Wolfen, sucht auch weiterhin nach guten, ausgebildeten Nachwuchs. Nicht zuletzt deshalb lud das Unternehmen am Samstag in die Pasewallstraße zum Tag der offenen Tür. Ja, wir wollen zum Tag der offenen Tür, das wir ja regelmäßig machen. Letztes Mal haben wir es vor 3-4 Jahren gemacht. Hier unsere Tore öffnen, unser Werksgelände öffnen, zeigen, was wir hier haben, was wir machen auf unser Werksgelände. Und wie Sie wissen, auf unser Werksgelände haben wir auf der einen Seite die Aspirinproduktion. Wir produzieren für die ganze Welt hier Aspirin aus Bitterfeld von Bayer. Aber zusätzlich haben wir auch andere Firmen auf unser Werksgelände wie Dow, wie Lanxess, wie Viverso, wie Hybis, die auch ihre Produkte und ihre Tore öffnen werden. Es soll ein Familienfest sein und diesmal ist es ganz besonders, weil dieses ist das Jahr der Chemie. 100 Jahre Chemie wird gefeiert und da sind wir ganz besonders stolz zu zeigen, was wir können. Seit 20 Jahren ist die Bayer Bitterfeld am Standort auch ein Grund, diesen Tag der Chemie etwas größer zu feiern. Immerhin lebt das Unternehmen mit den Menschen aus der Region und da wollte man einen kleinen Teil zurückgeben. Mit einer kleinen Bayermeile hatte das Unternehmen sich selber vorgestellt, wie Schleicher weiter wusste. Also wir haben auf der einen Seite einen Dom, eine Ausstellung zu den Bayer Produkten und Fähigkeiten, das sind hauptsächlich unsere drei Kompetenzen. Das eine sind Gesundheit, das andere ist Ernährung und das andere sind Lösungen für Energieeffizienz etc. Und das wollen wir da auch zeigen. Das wird ganz interessant, weil das ist so eine interaktive Ausstellung, die wir gemeinsam mit den 10 anderen Standorten von Bayer in Deutschland machen. Und in diese Zelte, diese Doms sind verbunden, sodass dass vor allem junge Leute da interaktiv mitspielen können. Der Bedarf an Produkten aus dem Hause Bayer Bitterfeld GmbH ist riesig. Wenn man zum Beispiel in Südamerika oder in Australien eine Packung Aspirin gekauft hat, dann hat man ein Produkt aus der heimatlichen Region in den Händen. In diesem Jahr will das Unternehmen 8 bis 9 Milliarden Tabletten produzieren und die Prognosen sehen bisher nicht schlecht aus. Der Industriepark Bayer Bitterfeld bietet weiteren Unternehmen der chemischen Industrie beste Voraussetzungen. Hier findet man unter anderem auch die Firma Lanxess. Lanxess hat am 16. September 2011 hier ein neues Chemiewerk für Membranfiltrationstechnologie zur Wasseraufbereitung eröffnet. Das Investitionsvolumen lag bei insgesamt 30 Millionen Euro. Doch nicht nur damit macht das Unternehmen auf sich aufmerksam. Seit 10 Jahren schon stellt Lanxess kleine Kügelchen her. Was es damit auf sich hat, verriet Hanfried Treffort. Also wir stellen, wie der Name sagt, Ionenaustauscher her. Das sind also kleine, runde Kügelchen, die eine organische Matrix haben, auf denen funktionelle Gruppen angeordnet sind, die reversibel Ionen austauschen. Daher der Name Ionenaustauscher, ursprünglich für die Wasseraufbereitung, für die Herstellung von Ultrareinwasser. Ob Trinkwasseraufbereitung, Trennoperation in der Lebensmittelindustrie oder Wertstoffgewinnung in der Hydrometallurgie. Levatit, Lösungen überzeugen in über 500 Anwendungen. Am Tag der Chemie konnte man diese gesamte Herstellung des innovativen Produkts begleiten. Von der Herstellung bis zum Warenausgang waren die Besucher hautnah dabei. Und ganz nebenbei erfuhren die meisten, dass eben aus diesem Hause zum Beispiel der Wasserenthärter für die geliebte Spülmaschine kommt. Also wir bieten Ihnen einen Stand, wo man Informationsmaterial über unsere Firma, über die Chemie allgemein erlangen kann. Ein paar kleine Giveaways für Kinder haben wir im Angebot und wir bieten insgesamt 4 Betriebsführungen an. Auf einer Gesamtfläche von 4000 Quadratmetern sind Produktionsanlagen, Labore, Logistikflächen und Büros entstanden. Denn auch bei Lanxess ist die Forschung und Entwicklungsarbeit das A und O. Sonst könnte ein Behaupten am weltweit hart umkämpften Markt nicht realisiert werden. Den Besuchern dürfte diese Erkenntnis nicht unbedingt weiterhelfen, doch erfreuten sie sich an der Transparenz, die Lanxess an diesem Tag gezeigt hatte.